Ja, willkommen auf der Foskis 2022, erster Tag nach der Mittagspause. Hier auf der Bühne 1 geht es jetzt um Datenbanken, um PostgreSQL mit zwei Vorträgen und dann im Anschluss gibt es noch einen Vortrag zu Postgres. Und wir starten mit Felix Kunde, der schon recht oft auf der Foskis dabei war und zu PostgreSQL und Postgres Beiträge geleistet hat. Felix ist Datenbankingenieur bei Zalando und ehemals Dozent. Und er wird heute über PostgreSQL Upgrades reden und uns erzählen, wie man das macht und warum es sich lohnt. Herzlich willkommen, Felix. Hi, Foskis. Ja, hallo. Und die drei Vorträge sind aufgezeichnet und werden jetzt eingespielt. Und danach steht der Felix für Fragen zur Verfügung. Hi, Foskis. Felix hier oben rechts im Bild. Willkommen zu meinem Vortrag Postgres Upgrades, also wie kann man eine Hauptversion von Postgres upgraden, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal seinen Spaß mit gehabt. Ich erkläre euch heute, wie man es versuchen kann, möglichst diesen Prozess zu automatisieren und damit das Upgrade für vor allen Dingen für die Entwickler leichter zu machen. Wir steigen gleich hier voll rein mit Sirenen. Wer von euch nutzt immer noch Postgres 9.6? Ich hoffe niemand, denn Postgres 9.6 ist End of Life. Seit November, das heißt, es gibt keine Releases mehr, keine Bugfixes mehr und auch Sicherheitslücken, wenn sie dann wieder auftreten, werden nicht mehr geschlossen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Risiko für eure Infrastruktur, wenn ihr das immer noch am Laufen habt. Ja, das gleiche gilt auch für Postgres 2.4, das auch jetzt seit vor kurzem im Februar den letzten Release hatte, also da auch upgraden. Aber ich denke mal, mittlerweile sind die meisten auf 3. Warum lohnt es sich jetzt zu upgraden? Also natürlich neue Features kommen, Performance wird verbessert, das ist, denke ich mal, allen klar. Ich wollte euch aber nochmal zeigen, was in den einzelnen Versionen hinzugekommen ist, damit ihr wirklich vielleicht mehr überzeugt seid, dass ihr vielleicht das heute noch in Angriff nehmen solltet, die Planung, wann man das Upgrade machen kann. Ich versuche das wirklich nur auf die allerwesentlichsten Features zu fokussieren, auch natürlich im Hinblick auf Postgres. Und ich sage auch bei jeder Version immer, was sind so die Breaking Changes, die wesentlichsten, auf die man achten sollte. Ne? Zum Beispiel bei Version 10 gab es damals etliche Umbenennungen von Verzeichnissen und auch von Funktionen. Sollte man jetzt vielleicht eigene Funktionen geschrieben haben, die Abfragen machen mit diesen Funktionen, muss man das natürlich entsprechend anpassen, bevor man ein Upgrade macht. Das heißt, jeder Datenbankadministrator oder auch Database Engineer sollte eigentlich immer genau recherchieren, was sind eigentlich so die Breaking Changes gewesen. Aber auch, was sind die neuen Features, um dann eben andere Leute davon zu überzeugen, jetzt das Upgrade in Angriff zu nehmen. Ja, wie zum Beispiel bei Version 10, alle, die vielleicht mit dem OGR Foreign Data Wrapper arbeiten, erst mit der Version 10 kann man da wirklich sagen, damit kann man auch schnelle Abfragen machen mit Aggregaten, die werden dann auf das Zielsystem gepusht. Oder Logical Replication, das ist ja auch ein Weg, wie man eine Replikation, ein Upgrade machen kann. Oder eben auch Change Data Capture realisieren kann. Da gibt es seit Version 10 auch ein eingebautes Feature für. Bei Version 11 gibt es dann nicht ganz so viele oder kaum Breaking Changes, die man jetzt irgendwie berücksichtigen musste. Wenn man jetzt vielleicht interessiert ist an dem SPGIS-Index, ist das die erste Version, mit der das möglich ist. Es gibt auch immer die Fälle, wenn man jetzt sein Schema verändern möchte, Spalten hinzufügen, Typen verändern und so weiter. Dann ist das mit Version 11 auf jeden Fall auch schon ein bisschen leichter geworden, weil da dieses Add Column nicht mehr die ganze Tabelle blockiert gegen andere Schreibprozesse. Das ist eigentlich auch immer, daran sind die Postgres-Entwickler auch immer eigentlich sehr interessiert, dass solche Schema verändernden Maßnahmen, sei es jetzt das logische Schema oder das physische Schema mit Indizes, wenn man da irgendwas verändern möchte, dass das nicht alle Schreibprozesse blockiert. Das werdet ihr bei der nächsten Version hier auch noch sehen. Bei der Version 12 ist hoffentlich die Version, die die meisten von euch nutzen, denn eigentlich ist erst ab dieser Version sind die meisten Abfragen mit Postgres-Funktionen out of the box, können die parallelisiert werden, weil dort dann die Voraussetzungen geschaffen worden sind in Postgres, dass Postgres-Entwickler auch nutzen können. Eine andere Sache, das ist der zweite Punkt hier mit dem De-Toasting. Ihr wisst ja vielleicht, dass die ganzen Geometrien, die man in Postgres speichert, dass die natürlich teilweise zu groß für eine Seite in Postgres sind und dass die in diese Toast-Tabellen abgelegt werden.
Und immer wenn man halt Geometrien auslesen möchte, also halt räumliche Abfragen macht und diese Verschneidung geprüft werden, dann musste halt vor Postgres 12 immer die gesamte Geometrie aus diesem Toast-Speicher gelesen werden, nur um zu gucken, gibt es überhaupt eine Überschneidung oder nicht. Also kann ich die Geometrie dann vielleicht sogar komplett verwerfen. Jetzt ist es so ab Postgres 12, dass nur noch ein kleiner Teil zuerst ausgelesen wird, wo die Bounding Box drin steht. Es wird geguckt, gibt es da eine Überschneidung? Nein, dann nicht. Dann gut, dann geht es einfach weiter zum nächsten Eintrag. Also ihr könnt euch da schon mal vorstellen, dass es da einen erheblichen Geschwindigkeitszuwachs gab bei räumlichen Abfragen. Eine andere Sache, Reindex ist immer also das Reindizieren und das Neubauen von Indizes kann häufiger mal der Fall sein, wenn es neue Versionen gibt, sei es jetzt in Postgres oder Postgres, wo sich einfach die Indexmethoden oder die Art, wie der Index gebaut wird, verändert hat. Und dann muss man eben alle Indizes neu bauen. Seit Version 12 kann man das einfach auch nebenläufig machen, sodass man eben auch Schreibprozesse nicht blockiert. Ihr seht, bei 12 gibt es auch etliche Breaking Changes, also einige Systemkataloge haben sich ein bisschen verändert, sogar verschwunden. Die With-OIDs-Funktion bei Tabellen, wenn man die erstellen will, ist verschwunden. Und auch ja, With-Abfragen, wenn man die hat, also Common Table Expressions, werden seit der Funktion optimiert. Ich denke mal, das ist für die meisten nützlich und hilfreich. Aber wenn ihr das alte Verhalten erwartet, dann solltet ihr da ein bisschen aufpassen. JIT, Just-in-Time-Compilation, ist auch noch so ein Punkt, das ist seit 12 per standardmäßig aktiviert. Das ist aber eigentlich nur wirklich hilfreich, wenn ihr ganz, ganz kleinteilige Abfragen habt. Bei großen Analysen ist JIT manchmal eher hinderlich. Also wir haben es schon erlebt, dass Teams geupgradet haben, JIT wurde dann automatisch angestellt und auf einmal waren viele Abfragen langsam. Also dann kann man es wieder deaktivieren und hat die gleiche Performance wie vorher. So, hier noch so ein paar Grafiken, was parallele Abfragen in Postgres ausmachen bei der Performance. Ihr seht, das kann es schon bei wenigen Cores ganz schön runtergehen. An den Millisekunden, die eine Transaktion braucht. Okay, jetzt Postgres 13, das ist die Version, die wir auch eigentlich aktuell produktiv einsetzen. Da gab es etliche Verbesserungen, gerade im Bereich der B-Tree-Indizes, die kleiner und schneller wurden. Hat dann eben auch zur Folge, dass man alle reindizieren muss. Aber ja, das ist ja seit Postgres 12 auch nicht mehr so das allergrößte Problem. Vakuumprozesse, das ist ja auch immer so ein Thema, was Postgres-Nutzer manchmal vielleicht ein bisschen drunter leiden. Das wurde zumindest für die Indizes jetzt parallel, wird das ausgeführt. Und alle Nutzer von mehrspaltigen Indizes, ich denke da gerade so an die OSM-Nutzer, die vielleicht einen Index auf der Geometrie und dann auf einem thematischen, auf einem thematischen Attribut haben. Diese und Indizes unterstützen jetzt auch inkrementelles Sortieren. Das heißt, ja, sind dadurch auch ein bisschen schneller. So. Ja, alle die, die pgStatStatements nutzen, sollten aufpassen. Da haben sich auch ein paar Spaltennamen geändert in Version 13. Das muss angepasst werden. Kommen wir zur letzten aktuellen Version. Postgres 14 ist ja letzten Herbst wieder erschienen. Jetzt gab es gerade im Februar wieder ein neues Release. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen bis zum nächsten Release. Es gab da doch ein paar kleine Bugs, die ein bisschen unschön waren. Dazu komme ich am Ende auch nochmal drauf. Version 14 hat auf jeden Fall Vakuum und Recovery nochmal beschleunigt. Also wer so ein Setup hat mit einem Master und Replikas, wird davon auf jeden Fall sehr profitieren. Gerade wenn man sehr, sehr viele Schreibprozesse hat und die Replikas manchmal nicht hinterherkommen, kann 14 das ein bisschen verbessern. Und dann alle Leute, die Materialized Views nutzen, gibt es auch eine coole Neuigkeit, dass man die jetzt auch, dass das Refresh mittlerweile auch parallel ausgeführt werden kann. Eine andere schöne Sache ist, dass GIST-Indizes jetzt schneller gebaut werden können. Das ist ja immer, wenn ein GIST-Index auf einer riesen Tabelle erstellt wird, kann das mal schon manchmal Stunden dauern. Wenn das schneller gehen kann und man das erheblich beschleunigen kann, ist das auf jeden Fall auch gut. Hat momentan noch so ein paar, hat momentan noch etwas den Nachteil, dass die Abfragen, die Geschwindigkeit könnte ein bisschen langsamer sein, aber da sind die Postgres-Entwickler auch dabei, das weiter zu verbessern. Alle, die JSON nutzen, wissen da vielleicht, dass das JSONB-Feature wird ja auch immer weiter verbessert mit neuen Abfragemethoden. Und jetzt im 14 kam Subscripting dazu. Das ist etwas, was vielleicht auch viele Frontend-Entwickler kennen, die viel mit JSON arbeiten. Also, dass man einfach, wenn man verschachtelte Strukturen in seinen Dokumenten hat, dass man die jetzt einfach mit Subscripting abfragen kann. Breaking Change bei 14 ist vielleicht die Default-Passwort-Methode, die sich geändert hat. Solltet ihr immer noch Clients haben, die sich mit der alten Methode nur auskennen, die könnten sich dann eventuell nicht mehr verbinden mit der Datenbank. Da müsst ihr dann aufpassen. Okay, wie macht man nun ein Upgrade? Wenn ihr die Postgres-Dokumentation nachguckt, dann werdet ihr sehen, dass es da eigentlich immer von Hard Upgrade und Soft Upgrade die Rede ist. Beim Hard Upgrade wird einfach vorgesehen, dass alle Daten gedumpt werden in eine SQL-Datei, die dann in einen neu installierten Server einfach wieder restored werden. Das klingt einfach,
Kostet aber natürlich enorm viel Zeit, wenn das jetzt vielleicht ein Terabyte oder so weiter gedumpt werden muss und der wieder eingespielt werden muss, habt ihr eben stundenlang eine Downtime. Wenn das für euch egal ist, okay, könnt ihr das vielleicht so machen. Der eigentlich elegantere Weg ist, das einfach nur die Software auszutauschen und nichts mit den Daten zu machen, also nur ein Binär-Upgrade durchzuführen. Und dafür gibt es ein Tool bei Postgres, nennt sich pg-upgrade. Und das könnt ihr einfach, also ihr installiert einfach die neue Version neben der alten und führt dann einfach den pg-upgrade-Befehl durch. Kann man allerdings nicht machen, wenn sich, sollte sich mal das Storage-Format geändert haben. Das heißt, die Art und Weise, wie eben die Daten auf der Festplatte gespeichert werden. Das war zum Beispiel zwischen Postgres 1 und 2 der Fall, da musste man ein Hard-Upgrade machen. Bei 2, zwischen 2 und 3 gab es wieder eine Änderung, aber da waren die Entwickler diesmal ein bisschen besser darauf vorbereitet und haben versucht, dass oder haben es hingekriegt, dass man das nicht mit einem Hard-Upgrade durchführen muss. So, als dritten Weg, ich hatte es eben dort schon angedeutet, es gibt doch den Weg der Replikation. Ihr installiert einen neuen Server und ihr repliziert einfach alle Änderungen, die auf dem aktuellen Server, jetzt hier als Beispiel Version 13 passieren, wird einfach repliziert auf Version 14. Gibt es verschiedene Tools für, kann man auch mit Logical Replication machen. Und das Angenehme ist hier, dass man dort den Zeitpunkt dann einfach erwählen kann, sagen kann, okay, ab hier ist jetzt wirklich der 14er wird als Hauptprimärserver promoted, alle Pfade werden umgebogen, alle URLs von den ganzen Anwendungen und dann hat man so gut wie überhaupt keine Downtime, also vielleicht nur im Sekundenbereich, während man das beim Soft-Update vielleicht so Upgrade vielleicht so im ja, Sekunden- bis Minutenbereich hat. So, ich konzentriere mich jetzt aber auf das Soft-Upgrade, das ist auch das, was wir bei uns einsetzen. Der Befehl sieht wie folgt aus: Man muss einfach das alte und das neue Data-Verzeichnis angeben, sowie die Ausführungsverzeichnisse. Und ja, wenn man Postgres geupgradet hat und auch Postgres, muss man noch in allen Datenbanken, wo Postgres installiert ist, natürlich noch die Postgres Extension updaten. Und da gibt es einen Befehl, der das ein bisschen leichter macht. Solltet ihr jetzt mehrere Extensions von Postgres installiert haben, also auch Rasta, SFCGAL und so weiter, kann man einfach Postgres Extensions Upgrade Funktion durchführen. Zum Thema Installieren, was braucht man da eigentlich? Natürlich das neue Postgres, das neue Postgres, was gegen die aktuelle Postgres-Version gebaut ist. Das ist ja immer, die Postgres-Extension wird immer gegen einzelne Postgres-Versionen gebaut. Und ja, auf Unix gibt es dann auch noch dieses Scripts-Paket. Ich glaube, bei Windows, wenn man es runterlädt, ist dann einfach alles mit dabei. Sollte noch jemand von euch auf Postgres 2 sein, wird es ein bisschen hacky, weil das pg-upgrade nicht einfach so ohne weiteres durchlaufen kann. Ihr müsst dann erstmal ja, die aktuelle Postgres-Version gegen eure aktuelle Postgres-Version, das müsst ihr erstmal installieren. Also wenn ihr 13 im Einsatz habt, Postgres 13, Postgres 3, dann solltet ihr die aktuelle Postgres 2-Version deinstallieren. Das ist keine Sorge, das ist einfach nur die Software, die deinstalliert wird. Und dann halt Symlinks einsetzen, die also so heißen wie die alte Bibliothek und aber auch schon auf die neue zeigen. Dann kann das pg-upgrade auch ohne Probleme durchlaufen. Aber wie gesagt, ist ein kleiner Hack. Kann ich auch nicht verstehen, wenn man da sagt, boah, nee, ich mache lieber einfach dump alles, restore alles, downtime ist sowieso egal. Okay, bei pg-upgrade ist ganz wichtig, da gibt es diesen sogenannten Link-Modus oder auch minus k ist da die Kurzform. Solltet ihr auf jeden Fall einsetzen, weil das sorgt dafür, dass die Daten nicht zwischen den Dataverzeichnissen kopiert werden, sondern einfach nur Hardlinks eingesetzt werden. Das spart natürlich zum einen sehr viel Speicher und auch sehr viel Zeit. Und dadurch kann das Upgrade ist dann nicht mehr abhängig von der Größe der Datenbank, sondern einfach nur noch von der Anzahl der Objekte, die jetzt verlinkt werden müssen. Also Schemata, Tabellen und so weiter, Indizes. Also auch gerade wenn ihr Replikas habt und so, ist es auf jeden Fall mit dem Link-Modus deutlich schneller. Also auf jeden Fall kann sogar in unter einer Minute durchlaufen. Okay, was sind die Checks, die gemacht werden müssen bei einem Upgrade? Ist einmal zum ersten, natürlich ist der Cluster gesund, läuft er, ist vielleicht auch gerade kein großer Import am Laufen, also ist er gerade nicht zu sehr beschäftigt mit was anderem. Wenn man jetzt Replikas hat, hängen die nicht zu sehr hinterher, gibt es kein großes Slack, streamen die Replikas überhaupt und so weiter. Das kann man natürlich alles vorab prüfen. Dann muss man natürlich ein neues PG-Data-Verzeichnis anlegen mit InitDB. Man nimmt sich dann natürlich die aktuelle Config, damit die Gegebenheiten auf dem neuen Server genauso sind wie auf dem alten Server. Zum Beispiel Spracheinstellungen, Server-Encodings und so weiter.
Jetzt kann man schon mal gucken, gibt es vielleicht inkompatible Extensions oder haben wir Spalten, die inkompatibel sind mit einem Upgrade. Das kann man auch ganz einfach testen mit dem pg-upgrade-check-Befehl. Wenn das durchläuft, wird euch der Befehl sagen, okay, hier und hier gibt's, da hakt's, da sind Dinge, die können wir nicht einfach so upgraden. Die müssen dann natürlich vorher erstmal entfernt werden. Natürlich, wenn ein PG-Upgrade fehlschlägt, kann man natürlich, und das, wenn man das noch weiterhin braucht, die alten Dinge, die man zuvor gelöscht hat, muss man dann wieder hinzufügen und muss entsprechend aufräumen. So, kommen wir zum eigentlichen Upgrade. Das ist dann auch die Phase, wo es wirklich dann auch eine Downtime gibt und keine Schreibprozesse erlaubt werden sollen. Hier kann man immer noch gucken, haben wir vielleicht Funktionen, von denen wir wissen, dass die einfach nicht mit einer neuen Version funktionieren. Also einfach Views oder Abfragen, die Funktionen benutzen, die es in der neuen Version einfach nicht gibt. Was ich eben gerade schon sagte, ist, pg-start-statements hat sich verändert und so weiter. Das kann man dann in dem Schritt natürlich auch gleich, wenn man das alles in ein Skript packt, können jetzt hier die Befehle kommen, wo diese ganzen inkompatiblen Funktionen löschen und Objekte löschen. Danach müssen auf jeden Fall beide Postgres-Server gestoppt werden. Man sollte auch, wenn man Replikas hat, den Checkpoint Location abchecken, die man in PG Control Data nachlesen kann, um zu gucken, sind die Replikas alle wirklich up to date. Und dann kann man das PG Upgrade durchführen. Und auch hier gilt, wenn PG Upgrade Check durchgelaufen ist, heißt es nicht, dass PG Upgrade Link auch wirklich erfolgreich sein wird. Also wenn das fehlschlagen wird, dann muss man natürlich alle Schritte, die man zuvor gemacht hat, vielleicht wieder zurückdrehen. Wenn es aber ein Erfolg war, PG-Upgrade, dann gibt es wirklich kein Zurück mehr. Dann ist man wirklich, da muss man es hinkriegen, dass man den neuen Server zum Starten kriegt und alles laufen kann. So, das große Finale jetzt, wenn PG-Upgrade durchgelaufen ist, kann man die Data-Verzeichnisse umbenennen. Also das neue Data-Verzeichnis, was man vielleicht Data New genannt hat, wird dann zu dem alten Data umgenannt und das alte Data-Verzeichnis muss entsprechend auch umgenannt werden. Die Postgres-Config muss angepasst werden, zum Beispiel ne, die ganzen Bindir-Pfade, Backup-Pfade, Preload-Libraries und so weiter. Und man kann dann die Replikas upgraden, sollte man welche haben, mit einem Rsync-Process. So, das ist ein bisschen komplexer, das Ganze, aber ich werde euch auch gleich Links geben, wo ihr das Ganze nochmal im Detail nachlesen könnt. So, und zu guter Letzt könnt ihr natürlich auch die ganzen entfernten Objekte und Funktionen in kompatibler Weise wieder hinzufügen. Also sollte man Extensions haben, die nicht ganz kompatibel waren, ihr habt sie vorgelöscht und fügt sie einfach dann in der neuen Version, in der höheren Version wieder hinzu. Okay, abschließend dann so die Aufräumarbeiten, die es noch zu machen gibt nach einem Upgrade, sind einmal, dass die Statistiken aktualisiert werden müssen. Man kann dieses VacuumDB durchführen mit Analyze and Stages Option. Solltet ihr eigene Statistics-Targets haben, was ich vielleicht nicht unbedingt denke, aber solltet ihr sie haben, solltet ihr sie vorher entfernen und dann wieder hinzufügen. Das alte PG-Data-Verzeichnis kann an dieser Stelle dann auch gelöscht werden und ein neues Backup sollte erstellt werden. Ich habe hier nochmal ein paar Links verteilt, wo ihr sehen könnt, wie wir dieses Upgrade automatisiert haben in einem Skript. Es gibt auch einen Blogpost, wo eine Firma gesagt hat, wie sie ihre ganze Postgres-Flotte geupgradet haben. Zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem sehr inspirierend, vor allen Dingen für uns gewesen, für unser Skript. Und dann gibt es auch noch in der Enterprise-DB-Documentation gibt's ein nettes Kapitel über, wie man Postgres upgraden kann. Okay, wie sieht die User Experience bei uns aus? Bei uns laufen ja eigentlich die meisten Postgres-Cluster alle auf Kubernetes. Und das heißt, die Teams managen das ein bisschen autonom, das müssen nicht die Datenbank-Administratoren machen. Und die Teams haben dann eine Beschreibung von ihrem Cluster und sie müssen einfach nur die Postgres-Version in dieser Beschreibung ändern. Also wie so eine Beschreibung aussieht, seht ihr hier. Also da muss man einfach sagen, Postgres-Version 13 wird jetzt einfach geändert zu 14 und dann werden entsprechend die ganzen Datenbankinstanzen neu aufgesetzt mit neuen Umgebungsvariablen und so weiter, wo die neue Version drin steht. Und dann wird das Upgrade-Skript automatisiert getriggert. Wir können das auch konfigurieren, dass wir sagen, was ist die minimal erlaubte Version. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, die minimal erlaubte Version ist 10, dann würden automatisiert alle Cluster von 9.6 geupgradet werden. Und zwar auf die Zielversion, die wir bestimmen. Zum Beispiel in dem Fall wäre es 14, könnten wir sagen. Werden alle automatisiert auf 14 geupgradet. Das hat natürlich immer den Nachteil, wenn das alles automatisiert passiert, müssen Teams natürlich schon vorab geprüft haben, funktioniert unsere App auch wirklich mit dem neuen Postgres. Das ist natürlich immer alles, was getestet werden muss. Muss natürlich dann entsprechend auch alles kommuniziert werden. Kann man nicht einfach so über die Teams hinweg machen. So, kommen wir zum Fazit. Ich hoffe, das war jetzt alles sehr kompakt und nicht zu schnell für euch. Könnt ihr, wie gesagt, auch alles nochmal nachlesen.
Wir haben es tatsächlich geschafft, das komplett zu automatisieren. Es läuft auch eigentlich in fast allen Fällen immer durch. Wenn, dann gibt es halt manchmal so Kleinigkeiten wie hier war mal eine Spalte, die von der Tabelle, die mal irgendwann jemand erstellt hat, die gar nicht mehr gebraucht wird, wo ja eine SQL-Identifier-Spalte war oder so, die vorher gelöscht werden muss. Also so Kleinigkeiten eben. Oder eben man nutzt eine Extension und da die passt nicht mit dem Upgrade. Da müssen Teams das halt eben vorher überprüfen, testen, das ist sowieso immer wichtig, um dann zu entscheiden, okay, wir können im Produktivbetrieb auch das Upgrade machen. Solltet ihr auf jeden Fall immer machen, wenn man das automatisiert hinkriegt, so wie bei uns, dann ist die Hemmschwelle, ein Upgrade zu wagen, auch deutlich geringer, wenn die Downtime vor allen Dingen auch kaum vorhanden ist. Also bei uns ist das in der Regel so vielleicht 15 Sekunden bis 45 Sekunden in der Regel. Also das ist schon, das kann man auf jeden Fall mal verkraften, das kann man auch fast eigentlich gar nicht als Downtime bezeichnen. Ja, denn ihr solltet immer upgraden, weil die neuen Versionen sind einfach immer besser, bringen viele Vorteile. Wenn Teams zu uns kommen mit Performance-Problemen, sagen wir auch mal, Leute, macht einfach das Upgrade auf die neue Version und ihr werdet sehen, ein paar Kopfschmerzen werden damit schon auf jeden Fall verschwinden. Allerdings muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, man sollte vielleicht nicht sofort auf den neuen Zug aufspringen, sondern vielleicht erstmal ein paar Minor Releases warten, um vielleicht die gröbsten Bugfixes aus dem Weg geräumt zu haben von den Entwicklern. Und ja, dann kann man es machen, dann kann man es vielleicht wagen. Wie gesagt, ich hatte eben gerade schon angedeutet, wir werden wahrscheinlich noch auf Version 14.3 erwarten, die dann wahrscheinlich irgendwann ja, im Mai erscheinen wird, weil es doch einige Bugs gab, die ja, über die wir selber dann auch gestolpert sind, weil wir vielleicht einige Datenbanken schon aktualisiert hatten und gedacht haben, ah, dann nutzen wir schon die Vorteile von 14 und sind damit ein bisschen auf die Nase gefallen. Aber so ist es nun mal bei Postgres, bei einem Projekt, was immer erfolgreicher wird, hat immer mehr Nutzer und dementsprechend werden da auch häufiger noch Bugs gefunden. Also immer erstmal testen. Wenn ihr das bei euch upgradet, vielleicht nicht gleich alle sofort upgraden, sondern vielleicht erst dedizierten Parkcluster upgraden und gucken, wie läuft es mit denen und dann kann man vielleicht die ganze Flotte upgraden. Okay, so. Ich hoffe, das war interessant für euch. Hier noch ein paar Links zu den Open Source Projekten, die wir einsetzen, wozu ich auch einen Vortrag bei der Phosphogy letztes Jahr gehalten habe. Könnt ihr euch auch noch mal reinziehen. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt bin ich mal gespannt auf die Fragen. Ja, herzlichen Dank, Felix, an dich für den tollen Vortrag, der auf jeden Fall Lust auf ein Upgrade der Datenbank gemacht hat und aus ganz vielen Perspektiven gezeigt hat, dass das gar kein Problem ist. Wir haben ganz viele Fragen an dich und ich schaue mal nach dem Voting und werde die jetzt dann an dich richten. Und zwar ist die erste Frage: Empfiehlt sich zur Paketverwaltung auf Debian, Ubuntu, die regulären Systempakete oder eine spezielle PPA? Und wenn ja, welche? So. Sorry, so, jetzt Jetzt kriege haben ich es wir hin. die Chance. Genau, ich Sorry. dachte, ob ich es nur nicht höre. Genau. Nee, Also die es ist Frage immer, hast wenn du ich aber das pendiere. gehört, oder? Ja, die Frage habe ich Gut. gehört. Ja, wunderbar. Also Kein Problem. wir benutzen kein eigenes PPA. Wir warten immer auf die offiziellen Releases der offiziellen Bibliotheken. Ja, deswegen kann ich ja so jetzt nicht genau irgendwas sagen, ob sich da jetzt spezielle PPAs empfehlen. Okay. Dann haben wir noch eine hochgevotete Frage. Ist das Debian-seitige Upgrade Debian 10 nach 11 von PostgreSQL zuverlässig? Gibt es da was zu beachten? Ja, zwischen 10 und 11 gibt es eigentlich so gut wie keine Breaking Changes. Das sollte ohne Probleme funktionieren. Aber die Frage ist dann ja, warum nicht gleich von 10 auf 13 oder vielleicht sogar 14? Also je nachdem, was man Ja. da einsetzt. Also ich würde, glaube ich, gleich auf 13 upgraden und nicht erst auf 11. Dann hat man ja den gleichen Spaß irgendwie in einem Jahr wieder, wobei ein Jahr, in einem Jahr upgraden ist ja auch machbar. Also. Okay, danke. Dann gibt es die nächste Frage. Welche Geschwindigkeitsvorteile hat ein Rsync, wenn zum Beispiel das Replika während des Upgrades promoted wurde, gegenüber komplettes Neuaufsetzen?
Also das sollte eigentlich nicht passieren, dass Replika während des Upgrades promoted wird. Das ist ja, wenn das Upgrade loslegt, dann ja, kann es eigentlich gar nicht dazu kommen, dass zumindest bei uns ist das Tool, was bei uns ja quasi dafür sorgt, dass die Replikas promoted werden, das ist ja Patroni, und Patroni kümmert sich darum, dass das gar nicht passiert. So. Okay. Der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber, ja, also dem, ich habe es nicht genau verstanden, mit dem kompletten Neuaufsetzen, also kompletten Server. Man hat den Server ja schon vorher aufgesetzt, man installiert ihn ja schon, das PG-Data-Verzeichnis ist ja schon alles initiiert. Das ist schon da, also, und deswegen, wenn man dann erst den alten Server runterfährt und dann erst alles, dann, und dann erst alles aufsetzt und so, das ist ja eine, dauert ja entsprechend viel länger. Mhm. Wenn das alles schon parallel vorbereitet ist. Okay. Gut, dann haben wir noch eine Frage zum Testen. Gibt es für PostgreSQL eigentlich irgendwelche Testverfahren, wie zum Beispiel Tests bei Software, Unit-Test, etc., pp.? Postgres, beim Postgres-Projekt an sich jetzt, ja, da gehe ich doch mal von aus, dass es das gibt, ja. Also das, da gibt es ein CI, was das Postgres-Projekt nutzt. Mhm. Aber meinst du jetzt, wie man selber Postgres, wie man Tests schreiben kann? Ich glaube, es gibt PGTAP, was doch ein Tool ist für, aber das ist, glaube ich, für Stored Procedures, ein Test-Framework. Also das wäre jetzt die Frage, auf was die Frage jetzt genau abgezielt hat. Mhm. Gut, das können wir jetzt leider jetzt nicht so erkennen, ne, oder auch nicht rückfragen. Dann war zu einer Folie, die du gezeigt hast, wo noch PostGIS 2 im Einsatz war. Da gibt es eine Frage, warum hast du Symlink für 2.5 nach 3 gesetzt? Haben wir ohne den Symlink hinbekommen von 2.5 oder 2.6 nach 3.1, solange man die Bibliotheken nicht nutzt, sollte es ja funktionieren. Das ist vielleicht eher jetzt so ein Feedback. Hast du das zu ergänzen? Nee, das ist ein guter Hinweis, ja. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass man die immer ersetzen muss. Ich habe es einfach nur, wir haben es bei uns gesehen, dass es da mal geknallt hat, und dann haben wir es jetzt so einfach standardmäßig eingebaut, dass es immer passiert. Aber ja, es kann auch durchlaufen, ohne dass man das ersetzen muss, ja. Mhm. Gut, und dann gibt es noch eine letzte Frage, ein Hinweis, wenn man Grant auf alte Funktionen, Xlog, hat, die es nicht mehr gibt, schlägt das Upgrade fehl, weil er nicht setzen kann, das erkennt Check nicht. Das ist vielleicht auch eher so ein Hinweis jetzt. Das ist auch ein guter Hinweis und auch nochmal da gesagt, dass wenn man diesen PG-Upgrade-Check-Befehl durchlaufen lässt und der funktioniert wunderbar, und dann denkt man sich, okay, jetzt kann ich das Upgrade starten lassen. Es gibt immer noch Dinge, wo es einfach scheitern kann. Also PG-Upgrade-Check ist jetzt keine Garantie dafür, dass das Upgrade durchlaufen wird. Ja, und du hast vieles, aber nicht alles, ja. Ja, und du hast ja auf jeden Fall darauf hingewiesen, testen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Upgrade. Und ja. So, dann haben wir alle Fragen uns angeschaut. Felix, an dich herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Das war wirklich sehr interessant und hat sicherlich auch viele Vorbehalte da genommen. Und dann nochmal herzlichen Applaus an dich, Felix. Dankeschön. Viel Spaß euch noch bei der Konferenz. Gut. Und Grüße von Ostsee. Oh ja, Grüße an die Ostsee zurück.